Hallo, liebe Pfeife-Freunde auf YouTube. Die Inselfrage. Ich habe ja gestern schon ein Video eingestellt, war ja Flag Friday mit meinem absoluten super, super Lieblingstabak. Ja, den würde ich natürlich auch mit auf die Insel nehmen. Und ich habe mir die Inselfrage nicht einfach gemacht. Ich habe wirklich mal gefragt, ist es jetzt so eine Insel wie der Matthias, der macht da ein bisschen Urlaub und kommt wieder nach Hause? Oder ist es so eine Insel wie der Michael, der verbringt da sein ganzes Leben? Oder ist es eine Insel mit Zivilisation, wo ich Tabak kaufen kann, Pfeifen kaufen kann? Oder ist es eine Insel, ja, wo ich irgendwie die einsame Insel, wo ich allein bin? Und natürlich habe ich Lieblingspfeifen, und aber ich würde schauen, ob ich nicht ein Säckchen Mais mitnehmen kann und ein Säckchen Tabaksaat. Weil dann habe ich doch alles. Ne? Ich habe das ja schon mal gezeigt. Hier, das ist eine Maispfeife. Die habe ich mir selbst gebaut. Pfeife hier den, auf dem Acker, wo abgeerntet wurde, findet man immer so einen alten Maiskolben noch. Den müsste man jetzt natürlich noch hier mit Gips auskleiden. Aber für mich war das ja einfach mal ausprobieren, ob es geht. Und ich habe die schon etliche Male geraucht. Die ist auch noch nicht durch. Ja, die fängt hier oben an, so ein bisschen durchzukokeln. Aber es war mal ein tolle Sache, und habe ich hier so ein Papier, so ein Schilfrohr reingesteckt. Das findet man auch auf der Insel. Und wenn ich mir dann da meine eigenen Pfeifen bauen kann und auch noch Tabak anziehen kann, denn die Insel wird ja wahrscheinlich irgendwo in der Südsee sein, nicht am Nordpol, da kann man es so eh lassen. Da kann ich ja mit den Holzpfeifen Feuerchen machen. Aber ja, das war also so meine Inselpfeife eigentlich. Ein Säckchen Mais zum Aussehen. Tabaksamen, Virginia oder ein Burley, und dann habe ich so richtig gut alles zu rauchen. Vielleicht noch ein Säckchen Weizen, dass ich mir auch ein Brot backen kann. Und ganz wichtig wäre vielleicht auch ein Feuerstein, ne? Dass ich ja Feuer machen kann, weil was ist mit der Tabak und die Pfeife, wenn ich kein Feuer machen kann? Ja, am liebsten nehme ich noch die Monika mit auf die einsame Insel. Man könnte es noch aufzählen, was man noch so alles mitnehmen kann. Und bei der normalen Pfeife habe ich gedacht, so, also wenn ich jetzt relativ lange irgendwo wäre und ich könnte nur eine Pfeife mitnehmen. Ich habe hier ein Modell, ist eine handgemachte Pfeife von, kommt ein Zug hier. Die hat mir mal ein Pfeifenkollege vom Pfeifenstammtisch überlassen. Der Hersteller heißt Refberg, made in Dänemark. Sagt mir nicht sein Name. Hat, sollte mal eine sehr schöne Pfeife wohl werden. Kannst du das auffangen? So, die ist das Grain, ne? Aber die hat auch zwei Makel. Die hat vorne so zwei Augen, zwei Kitzstellen. Aber ist trotzdem eine schöne Pfeife. Und die würde ich als Inselpfeife nehmen, weil die ist sehr, wirklich sehr dickwandig. Ne? Unten konisch verlaufend. Die brennt so schnell nicht durch, auch wenn ich hier jeden Tag rauche. Also das wäre so mal meine ultimative Inselpfeife. Nicht, weil ich sie besonders toll finde, sondern zweckmäßig optimal. Ja, und dann habe ich gedacht, dann, wenn ich eine zweite Pfeife noch mitnehmen würde, dann würde ich vielleicht diese hier, die ist von Ericsson, und die würde ich auch nehmen, auch sehr, auch konisch gelaufen, hat hier so eine Borke oben drauf, weil ich dachte, habt ihr ja schon mal vorgestellt, die Pfeife, aber ich glaube, wenn mir jetzt das Mundstück verloren ginge oder abhanden komme oder es ist durchgebissen, ja, kann ich hier dann auch mich mit dem Schilfrohr zu helfen wissen und da weiterkommen. Ne? Das waren so meine Inselpfeifen-Vorstellungen. Und was rauche ich gerade? Ja, ich habe hier, die habe ich ja nur zum Zeigen angemacht. Ne? Absolut tauglich. Ne? Da habe ich, hatte ich noch so ein paar Krümel hier aus der Dose, da war Golden Slice drin, da ist nicht mehr viel drin, das sind nur noch so Krümelchen, aber hier für die Pfeife ist es noch optimal.
Ja. Aber wenn du so viele Samen mitnimmst, warum hast du auch schon an Tabaksamen gedacht? Habe ich ja gesagt, ein Oh, Tabaksamen. Entschuldigung. Tabaksamen, ein Ich bin Säckchen so stark, Mais, ein so Säckchen konzentriert Reis, am Filmen, dass ich. ein Säckchen Weizensamen, dass ich auch Brot backen Ja. kann, ne? Wasser muss ich halt nachgraben, Wassersamen kann man nicht, ne? Ja, dann hast du ja alles. Da habe ich alles, ne? Da hätte ich vielleicht das erste Jahr kein Tabak, aber ich darf mal vielleicht eine kleine Reserve mitnehmen, ne? Da würde ich dann vielleicht hier meinen Lieblingstabak 223 von Peter Heinrich im 500 Gramm Beutel mitnehmen oder den St. Bruno, egal ob als Flake oder Ready Rap, was ich kriegen kann. So, heute ist der große Sturm ist vorbei. Wir hatten gestern Land unter. Ich habe Fenster offen gelassen bei uns. Hab schon Ärger bekommen. Ich muss heute Nachmittag noch ein bisschen arbeiten. Ich habe endlich mal eine Weinprobe face to face, real bei Interessenten. Und dann heute Abend habe ich noch mal eine Online-Weinprobe, aber auch bei einem Kunden. Ja, und morgen ist Sonntag. Vielleicht mache ich morgen ein Video, vielleicht nicht. Vielleicht mache die Monika ein Video. Wie dem auch sei, ich wünsche euch alles Gute, den Urlaubern viel Spaß, kommt gesund zurück und die nach dem Urlaub fahren. Ja, und wer mein Video gefallen hat, jetzt mache ich noch das werbetechnisch hier unten, ne, kann man mich abonnieren und was, wie sagen die das immer, auf die Glocke drücken, damit man auch jede Neuigkeit mitnehmen kann. Tschüss.